Lila Löchen und willkommen zurück zu Let's Play Spyro A Hero's Tale, wo wir immer noch das Blink-Level nochmal neu machen müssen. Also, wer skippen will, vielleicht... Ich denke da doch garantiert nicht dran. Vielleicht ja doch, wer weiß, ne? Vielleicht denke ich dran und mache irgendwie einen Timestamp rein. Warte mal, wir können hier buddeln, ne? Oh, gibt's Edelsteine. Edelsteine. Kann man, mal so machen, würde ich behaupten. Edelsteine sind ja immer in unserem Interesse, weil da können wir uns schöne Upgrades von kaufen. Und Dietriche, ja. Warum auch immer Sparks ist, dann ist der die benutzt. Man sollte ja meinen, Sparks kann das Ganze auch ohne machen. Und vielleicht wäre es auch ganz gut, wenn er den dann nicht jedes Mal verbrauchen würde. Ich meine, in den Elder Scrolls Spielen ist es ja auch mit den Dietrichen so, dass die halt dann kaputt gehen, wenn du es verkackst. Also, im Idealfall sollte sowas gar nicht passieren. War nicht hier letztes Mal schon der erste dunkle Edelstein-Splitter-Teil, was auch immer? Ich glaube nicht, ne? Die sind ja jetzt hier sowieso anders positioniert. Ey, es ist das gleiche Level. Es ist das gleiche Level. Nur halt leicht anders. So. Und das ist mit eines... der, weiß ich nicht, einer der Aspekte des Spiels, wo ich sage, Leute, müssen das sein? Musstet ihr wirklich die Level doppelt verwenden? Habt ihr nicht genug Spielzeit sonst? Ja, offenbar, ne? Ich meine, bei Backtracking ist es ja auch ein Vorwurf, den man dann sehen kann. Ey, die Scheißdinger sind so laut. Ich werde die übersteuern dann voll und übertönen mich voll. Ich muss da nicht mal hoch, ne? Ich muss diese Dinger ja nicht mal benutzen, weil wir müssen sowieso hier runter. Ja, aber später werden wir das benutzen müssen, gehe ich mal von aus. Aber hiermit was kaputt machen? Wahrscheinlich nicht. Holz geht doch nicht kaputt. Na, sei doch nicht lächerlich, Taru. So. Nein! Lasst mich in Frieden. Das ist mein Personal Space. Gut, euer Personal Space. Ich bin hier der Eindringling, der hier einfach meint, reinzulabern. Ja, das auch. Reinzulaufen und euch den Tag zu verderben. Ja. Das ist doch die Intention, ja. Ich gehe hobbymäßig nicht rum, irgendwelche Spinnenhöhlen, um denen den Tag zu verderben. Und beschwere mich dann darüber, dass die in meinen Personal Space eindringen. Ja, so einer ist der Taru. Ich habe schon immer gewusst, werden manche vielleicht denken. Ja, halt einfach nur die Hände über den Kopf zusammen. Das ist, was anderes kann man hier gar nicht mehr machen. So. Fang schon wieder an, so salty zu werden, ne? Ach, aber im Vergleich zu Interpret Rankby ist das immer noch... Na gut, schieben wir mal ein bisschen weiter hier hin. Dann wird das mit dem Treffen auch mal was. Bam! Best Hanzo-Gameplay ever. Oder so ähnlich. Ich glaube, Hanzo hat nicht mit Laser um sich geschossen. Dann bricht der auch noch ab, wenn man zu schnell weggeht. Das macht er doch sonst auch nicht. Wirklich, Sparks. Ich weiß ja gar nicht, was mit dir passiert ist. Aber er kann in diesem Spiel ja auch auf einmal ganz normal sprechen. Da bin ich letztes Mal auch gar nicht drauf eingegangen, ne? Er ist, weiß ich, er hat die Zeit seit Enter the Dragonfly genutzt, ja. Er hat sich bei dem Spiel auch gedacht, ey, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen hier mal was, tun. Hat die Zeit genutzt und erstmal, andere Sprachen gelernt als Libellisch oder so. So, und diesmal geht das hier natürlich viel weiter. Wir sind jetzt, weiß nicht, das ist doch genauso wie letztes Mal auch. Nur, dass wir diesmal oben lang müssen, schätze ich mal. Gibt's denn nicht auch einen Weg wieder hoch dann? Wahrscheinlich da hinten, ne? Macht das nicht auch unglaublich viel Spaß, sich an eine so
absurd langsame Plattform anzuheften, die ganz gemächlich da... Und dann musst du im genau richtigen Moment abspringen, weil du kannst im Sprung nicht mehr korrigieren von diesen Teilen. Ja, ich weiß sogar, wieso ich die Blinklevel nicht mehr so gut hin... warum ich die so ein bisschen verdrängt habe. Und die sind natürlich das Erste, was uns hier vorgesetzt wird. Ja gut, nicht das Erste, aber... mit einer der ersten Passagen, weil A Hero's Tale hat... neben dem, Gimmick mit den... mit den... wie hieß es noch? Mit den Atemfähigkeiten, ja, was wir hier nämlich auch wieder haben, was in Enter the Dragonfly auch war. Haben wir hier natürlich auch dieses Gimmick wieder wie in Spyro 3 mit den verschiedenen Charaktern. Nö. Und Blink ist halt einer davon. Weiterhin spielen werden wir wahrscheinlich dann, was heißt wahrscheinlich, hundertprozentig werden wir das, auch Jäger. Und tatsächlich gibt es auch wieder Sparks Level. Wir wissen das hier gedacht. Soll man so weit springen? Kann man so weit springen? Jo, tatsächlich. Okay. Habe ich mir umsonst Sorgen gemacht, ja. Hätte ich Geld für verlangen müssen. Anstatt das umsonst zu machen. Haha, Tahu wieder. Ja. Mit seinen Faustangriffen gegen Spinnen, ja. Die haben doch deutlich mehr Gliedmaßen. Ja. Entsprechend auch deutlich mehr Fäuste, die sie erheben können. In erboster Zornigkeit. Was weiß ich. Oh Gott, ey. Nein, du scheißt mir jetzt nicht deine tollen Weben ins Gesicht. Das will ich alles nicht haben. So, wie komme ich denn da jetzt hin? Wahrscheinlich ist es sinnvoller, wenn wir uns einfach hier nach oben begeben, wagen. Und dann sollte von hier, sollte das ja schaffbar sein, ne? Mal, wo sind wir hier? Ja, das ist doch hier direkt unter uns quasi. Thanks. Ja, nice. Wir haben das erste Blinklevel weg. Endlich. Hat ja nur gefühlt so lange gedauert wie der ganze Rest bisher. Oh, es liegt aber auch einfach daran, dass Blinklevel, es ist gefühlt vom Pacing alles ein bisschen langsamer. Cool. Ein Lichtedelstein. Aber vielleicht bin das auch einfach nur ich. Und ich habe fast persönlich ein Problem damit. Mehr von Wert, aber mir ist jede Ausrede für einen unterirdischen Ausflug recht. Zum Spaß. Leute, die meinen das ernst, ne? Mit zum Spaß. So, die Dinger hier, das ist auch noch ein... Das ist mal tatsächlich eine ganz neue Fähigkeit, mit dem von Pfosten springen. Ja. Die Vollpfosten hier an der Wand. Ich sterb leider sofort komplett. Nein. Aber wie wertlos macht es eigentlich dieses Schmetterlingsglas? Du kannst halt auch einfach... Das Sterben, das passiert ja so schnell. Wenn man einfach nur mal ins Sumpfwasser fällt, dann hast du ja das Leben auch direkt weg. Oh, schnell weiter. So. Oh. Alter, was sind das eigentlich für gefährliche Pflanzen? Könnten auch aus Super Mario irgendwas sein. Ich meine, mir gefallen sie irgendwo. Das? Jetzt fehlt natürlich die Facecam, dann hätte ich halt mit meiner Reaktion Geld machen sollen können. Was ich gerade meine. Die machen nicht wie in der Reignited Trilogy dann jetzt Pirouetten, ja, und freuen sich und kichern. Oh, aber ja, okay. Tanzmoves bekommen wir trotzdem zu sehen. So, lass mal Boomerang stecken hier, ne? Warte mal, das war jetzt nur für den Lichtedelstein, ne? Aber wo geht's denn dann jetzt hier weiter? Habe ich irgendwie was verpeilt? Ich glaube, ich muss doch zu den Spinnen, ne? Mein Gefühl sagt ja. Und auch wenn ich dieses Gefühl nicht mag in diesem Fall.
Gehe ich mal davon aus, dass das so ist. Wir könnten theoretisch Teleporter benutzen, aber wir wollen ja auf Upgrades sparen. Und auf dem Weg bekommen wir ja auch einiges an Edelsteinen. Alter, die haben auch Range, ey, und eine Zielgenauigkeit. Das sind ja die gefährlichsten Gegner bis jetzt hier. Nee, ich bin gerade hier am Sparks füttern, ja. Will ich kein Geld ausgeben. Zumindest noch nicht. Dietrich wäre vielleicht gleich wieder nicht schlecht. Ich habe bestimmt schon wieder einen ausgegeben. Ja gut, man hätte vielleicht auch mal, auch mal die Schalter benutzen können, die hier überall sind. Ah, hier dürfen wir nochmal zurückkehren, wenn wir den Elektroatem haben. Ach ja, hierfür hatten wir Dietrich geholt, ne? Können wir direkt den nächsten kaufen. Für die nächste Truhe, dass wir immer einen da haben, wäre vielleicht nicht verkehrt. Oh, dieser Spruch von Geld sagt, der ist so ins Hirn eingebrannt irgendwann. Ja, sieht so aus, als ob es hier weitergeht, ne? Ja. Nein, 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 da war. Passt, verkackt. Und diesmal echt verkackt. Oh mein Gott. Nee, ich war eben ganz verwirrt, weil ich habe irgendeinen Ton gehört. Genau als ich hier war, habe ich irgendeinen Ton gehört. Das war es nämlich, was ich sagen wollte. Wo ich mich gefragt habe, was hat diesen Ton gemacht? Das war so ein... Aber nicht so ein Bugs Bunny-mäßiges... Sondern so ein... weiß ich nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es von der Fee gekommen ist. Habe ich gerade mit Schaden trotzdem noch bekommen? Ich glaube, die sind dazu gedacht, dass man sie abfackelt. Nein. Lass mich, Geldsack. Sparks, hol. Der lässt sich jetzt auch immer richtig lange bitten, ne? Ja, er denkt sich wahrscheinlich auch nur, ich habe keine Lust die ganze Zeit zu futtern. Ey, wie schnell man sich hier im Kreis dreht. Ich wirke wahrscheinlich auch total super aktiv. Ich meine, in erster Linie wahrscheinlich nicht deswegen, aber auch deswegen. Ha! Alter. Ich habe das nicht so schwer in Erinnerung. Aber gut. Ist ja auch Jahre her, wie gesagt. Das ist so... Das Ding hier, das sieht... Das ist ja auch ein Schalter. Habe ich das nicht letztes Mal auch schon versucht? Ich dachte, ich hätte das letztes Mal auch schon versucht. Ja, haben wir jetzt den Lichtedelstein bekommen? Ja, die werden uns hier jetzt gerade rausgegeben als, weiß ich nicht. Als würden die demnächst in ihrem Wert ganz schön sinken. Aber wir haben, wie viel sollten wir davon sammeln? 8 Stück? Für das Balldingens? Wie viel haben wir denn jetzt? Ja, insgesamt würde ich gerne gucken. 5. Ja gut, ist jetzt nicht so viel, wie ich gedacht habe. Vielleicht habe ich da überschätzt, weil wir haben eher Eier bekommen. Die Eier sind ja hier in verschiedenen Farben. Das sind sozusagen so Sets. Und für jedes Set an Eiern kann man etwas freischalten. Zum Beispiel eben Kostüme. Dann können wir zum Beispiel als Emmeline spielen. Ja? Wenn wir das wollen. Warum auch immer wir das wollen sollten. Au. Na! Oh Gott. Wollt erst nicht gleiten, sondern später. Und dann wartet er das, glaube ich, nicht wieder, ne? So. Oh, aber die Musik hier ist so chillig, ey. Und das für ein Sumpflevel, ne? In einem Sumpflevel denke ich normalerweise ist immer. Aber hier geht's eigentlich voll klar. So scheinbar müssen wir doch zu den Spinnen. Das war nur. Ja. Items zum Sammeln. Ey, hier waren wir auch noch nicht, ne? Bei den. Daran müssen wir doch hin.
Geht es da bei den Spinnen vielleicht lang? Man weiß es nicht, man wird es wohl noch erfahren. In Erfahrung bringen. So, das ist halt, das können wir erst, wenn wir den, ich glaube, das müssen wir auch mit dem Power-Up da für 40 Lichtedelsteine da machen. Also ist auch erst später fällig. Ja, jetzt haben wir eh die Spinnen schon mit Blink gehabt. Bei Blink hatte ich ja auch in Erinnerung, die Spinnen, ne? Aber dass die hier waren, ja gut. Irgendwo wusste ich noch. Wahrscheinlich auch einfach verdrängt. Ah, ja, genau. Manchmal lassen die auch einfach diese Runde fahren. Ich meine, sind ja auch einiges wert, ne? Oh nein, auch noch an so einem Spawnpunkt. So, die Pflanzen, die sind ja bestimmt direkt aus Crash Bandicoot. Nur, dass die da nicht diesen Fernangriff beherrschen. Wobei, ich weiß nicht, wie das mit It's About Time ist. Den Teil, der da zuletzt rausgekommen ist. Den habe ich ja nicht gespielt. Da weiß ich sowas nicht. Bin ich nicht drüber informiert, wie da die Lage ist. Wo respawne ich jetzt? Habe ich das Ei noch? Ja, okay. Nicht wieder am anderen Ende der Weltgeschichte. Immerhin das. Habe ich das Ei noch? Das ist jetzt das Wichtigste. Ja, ich kann es nicht sehen. Die Draw Distance ist nicht weit genug. Müssen wir uns wieder in Lebensgefahr begeben, um das in Erfahrung zu bringen. Ja, scheint, dass wir das haben. Wo ist denn jetzt der Weg weiter dann? Ja, ich habe doch falsch im Kopf. Müssen wir noch... Irgendwo müssen wir noch zu einem Drachenältesten. Oh. Oh. Das ist ja hochgradig interessant. Eine Rakete. Da fällt mir ein. Warte, können wir die Spinnen auch einfach umrammen? Jetzt gerade eh keine. Ja, egal. Hm. War doch nicht der Weg weiter dann, sondern nur so ein kleines Nebengebiet sozusagen. Weil hier ist doch... Genau, hab ich doch gesehen. Hab ich gesehen, dass hier die zerbrechliche Wand ist. Können wir direkt den Dietrich benutzen. So, ich meine, es gibt auch so eine Tasche, die man kaufen kann. Oder einen Schlüsselanhänger, womit man mehr Dietriche tragen kann. Wäre vielleicht langfristig ganz nützlich. Wir werden die immer sehr schnell los. Und da oben, das habe ich noch gar nicht eingesammelt. Und da waren die ganzen Edelsteine. Die habe ich auch nicht eingesammelt, ne? Bin ich irgendwie dumm? Wie habe ich das denn vergessen? Und so viele Edelsteine da liegen gehabt. Oh mein Gott. Da hätte ich ja direkt in Rente gehen können mit dem ganzen Geld. So, ne? Erstmal schön sich Babys Leben machen, so, ne? Total entspannt alles. Ne? Kann es rot, kann es dann wahrscheinlich auch egal sein. So. Direkt den nächsten Lichtedelstein. Wir haben 8 Stück. Wir können in das Balldingens. So, aber das kann doch nicht sein. Das ist... Oh. Ich habe in Erinnerung, dass wir nicht hier wieder raus mussten, ohne mit dem Drachenältesten gesprochen zu haben. Irgendwas stimmt hier nicht. Habe ich den Dietrich? Habe ich gerade gekauft, ne? Ne, habe ich nicht. Oder? Nur mal zu Geldsack hin hier, ne? Hm. Ich muss irgendwo was übersehen haben. Doch, haben wir gekauft. Okay. Sonst, ja, wir müssen noch weiter sparen. Sparen ist wichtig. Ja, man kann ja nicht sein ganzes Geld immer ausgeben. Wow. Ich glaube, die von der Farbe her, was die hier aussagen, die Edelsteine, das ist komplett anders als sonst. Als wir das aus den anderen Spielen gewohnt sind. Sicher bin ich mir nicht. Ey, ich habe in Erinnerung, dass man hier irgendwie hinter konnte. Wie ging es da nochmal hin? Hm. Ist hier vielleicht irgendwo eine zerbrechliche Wand?
Schön, wie man sich da auch so ein bisschen dran vorbeischummeln kann an diesen Teilnehmer. Hm. Doch, das war hier doch so ein Ladezeitenüberbrückungsgang. Und von hier ging es da nicht hin. Hm. Das war die. Dieses. Das war die. Okay, wo ist jetzt der Drachenälteste gewesen? Das kann nicht sein. Der muss hier irgendwo sein. Komm. Sowohl das Opossum hier oder was auch immer das war. Ah, muss erstmal reichen. Ja. Wenn Sparks dann irgendwann Hunger hat, dann ist das halt so. Ich war das doch in diesem Gang hier, wo ich geguckt habe. Und hier ist natürlich vollkommen falsch. Nee, aber ich meine, ich hätte es hier untersucht. Weil ich nämlich auch in Erinnerung hatte, dass hier ein Schalter war. So, und hier ist jetzt natürlich nichts mehr hinter. Nee. Wechsel ich da was? War das in einem anderen Bereich? Aber ich meine nicht. Bei Blinken ging es da auch nicht weiter, ne? Oder habe ich da was übersehen? Doch. Oh. Das ist hier nämlich keine Wand, sondern da ist ein Bereich hinter. Ha! Wusste doch, dass es hier weitergeht. Ich laufe hier doppelt und dreifach irgendwie, was weiß ich, was für eine Strecke. Jedes Let's Play voll unnötig in die Länge. Mit solchen Lappalien. Ach, sieh an, mein Lieblings-Geldbeutel. Wir brauchen hier gar nichts. Pilze! Nein, die Pilze übernehmen die Macht. Last of Us geht wieder los. Boah, der hat den Eingang zugesperrt. Stell dir das mal vor, kommt irgend so ein Typ, setzt bei euch in, an Eingang so einen Kristall hin und dann wächst eure Tür so zu. Wohlgemerkt, der hat gar keine Tür, ist einfach nur ein Torbogen. Stell ich mir im Winter sehr kalt und unangenehm vor. Warum hat er da Gift? Okay. Spyro, mein Schatz, du musst so viel wie möglich lernen, damit deine Suche nach Rot erfolgreich verläuft. Ich weiß nichts über Rot. Der Professor sagte, er käme aus der Vergangenheit. Wer ist er und was hat er angestellt? Oh, das ist eine lange Geschichte. Wie viel Zeit hast du, Schätzchen? Rot war Mitglied im Orden der Drachenältesten, bis aus Neid und Macht ihr unseren Anführer zu stürzen versuchte. Ich fürchte, mehr kann ich nicht sagen. Ist eigentlich streng vertraulich, weißt du. Aber bevor du gehst, bringe ich dir noch den Pfostenschwung bei. Spring zunächst auf den Pfosten, spring erneut, um zum nächsten Pfosten zu schwingen oder abzuspringen. Auf dem Pfosten kannst du die Richtung ändern, indem du dich in die andere Richtung drehst. Ja, auch ein ganz klassischer Platformer-Move, ja. Den wir direkt hier nutzen können, um voranzuschreiten. Das heißt, wenn man es doch hinbekommt. Ha. 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 Ich glaube, andere Richtung wäre besser gewesen. Ja, hier oben. Wir hören doch schon das Licht, auch wenn das physikalisch keinen Sinn macht. Haben wir ja auch schon besprochen. Wie das damit aussieht. Ja. Warte mal, ist da eine Rakete? Da ist eine Rakete. Gibt es jetzt Feuerwerk hier? Ist doch noch gar nicht wieder so weit. Aber seit der Corona-Geschichte ist das mit Silvester ja sowieso so eine Sache, ne? So. Bei dem Kram hier können wir uns vom Drachenältesten verziehen. Wenigstens hat es dich nicht so viel Zeit gelassen. Ich glaube, bei dem wäre das nicht so anstrengend gewesen, seinen Geschichten zuzuhören. Das ist zumindest deutlich zeiteffektiver. Nennt man das so? Zeitsparender, würde ich eher sagen, ne? Wie sich Taro wieder um irgendwelche Wort, Einheiten Hey Spyro, hier drüben
Ich weiß nicht mehr, wie ich diesen Satz beenden wollte. Ja, da seht ihr es, wie wortgewandt ich bin. So, aber wie komme ich da denn jetzt hin? So. Hüpp. Und hüpp, ja. Ist das hier eine kaputtbare Wand? So sieht das aus. Habt ihr das von mir verstecken wollen, ne? Aber nee. Nee. Ich lasse mir sowas mit mir hier nicht, ne? Also, da müsst ihr früher aufstehen, oder wie man das sagt. Auch wenn ich nicht ganz weiß, was das überhaupt heißen soll, früher aufstehen. Kannst auch einfach später schlafen gehen und es dann nachts noch machen. So, das macht doch keinen Unterschied. Ja, wir überlegen mal nicht, wo diese ganzen Brüche herkommen. Sondern, oh Gott, wir begeben uns in das Nest der Spinnen. Das Nest der Spinnen. Der Punkt, an dem alles übel erschienen ist. Ich fühle mich wie in Star Wars Episode 5. Wie Luke. Als er da in die Höhle rein musste wo die dunkle Seite der Macht herrscht. Und so. Wie nicht nur die Pflanzen unterdrückt werden, sondern auch noch irgendwelche Felsstrukturen sich einfach verändern durch den dunklen Kristall. Was ist das hier? Oh ja, gut, wie kam ich auf die Idee, dass das irgendwas sein könnte? Nö, danke, Fremder. Was immer du verkaufst, ich kauf's nicht. Wenn du aber Probleme mit dem alten sinkenden Kram hast, weck ich eine der großen Seerosen für dich. Wender. Ja, vielleicht kannst du mir helfen. Diese dämlichen Sumpfbiester rennen immer mit meinem Essen weg. Hat seit fast einer Woche nichts mehr gefuttert. Ich würde ja gerne helfen, aber ich... Gib dir auch eine Belohnung, wenn du die Biester von meinem Land jagst. Hab noch diese alten Kanonen aus dem Krieg, die kannst du benutzen. Wollt's ja selber machen, aber der Geruch vom Schießpulver... Ja... Das ist so eine Tower-Defense-Sache oder was? Naja, nicht Tower-Defense, aber es ist... Ja, ich kann es euch ja zeigen. Es ist ein neues Minispiel. Das ist, weil ja die ganzen anderen Nebenquest-Sachen nicht reichen. Haben sie uns jetzt sowas hier vorgesetzt? Wir müssen die Früchte verteidigen. Vor irgendwelchen Dinosauriern. Was? Was? Sind die an die Früchte dran gekommen? Hab ich aber nichts von gemerkt. Wir haben zum Glück nicht, dass wir nachladen müssen, sondern. Oh Gott, Fledermäuse auch noch. So, und der Schwierigkeitsgrad wird hiervon steigen. Das wird noch eine Licht-Edelstein-Variante geben. Ist ja in so ziemlich jedem Minispiel hier so, ne? So, der eine Balken, der rote, der ist halt das, was die Früchte abkriegen. Und der grüne ist halt, wie viel Fortschritt wir schon haben, ne? Ja. Wir müssen nicht mal so genau zielen. Hauptsache, wir halten die auf, bevor sie ankommen. Ja gut, ein bisschen zielen sollte man vielleicht. Die jetzt? Ja, die haben jetzt aber ganz schön lange auf sich bitten, auf sich warten lassen. So. Zack. Geschafft. Schön. Wenigstens sind diese Aufgaben schnell gemacht. Also, sorry. Wenn ich die Wahl habe zwischen so einem Minispiel und diesen Panzer-Minispielen aus Enter the Dragonfly. Sorry, da müsst ihr mich nicht zweimal fragen, was ich nehme, ne? Ja klar, wir machen jetzt auch noch mal die schwierigere Herausforderung. Ja. Diesmal kommen die Flugeinheiten und die... Was? Der hat schon die Banane genommen. Das ist nicht gut angefangen. Flugeinheiten. Ja, teilweise einfach wild rumballern. Das ist
hilft teilweise schon. Zack. So. Nachdem wir die erste Welle ja nicht so glimpflich überstanden haben. Komm, nein. Du sollst nicht da, ne? An die Äpfel und Bananen. Wie sind es eigentlich dieses Obst hier im Sumpf? Weil nicht, dass ich das jetzt so seltsam finde. Nächste Welle. Okay, spawnen keine Einheiten. Ne? Als ob das so Helikopter und was weiß ich für Dinger wären. Ja, komm, nur noch. Ist doch nur noch der da. Ja. Komm, kann man so machen. Uns geht's nicht darum, hier irgendwelche Top-Leistungen abzuliefern. Ich will eigentlich nur alles komplett voll bekommen. Hast meine Fressalien gerettet. Hier, ein Lichtedelstein für deinen Stress. Fressalien, habe ich das daher gehabt? Wer weiß. Ich habe nichts mehr zu vergeben. Aber wenn es dich Spaß macht, kannst du es ja nochmal versuchen, wenn du wirklich willst. Das würde niemand so sagen. Wende, würde jemand sagen. Also wenn du wirklich willst. Wenn du wirklich willst, ist so komplett. Ne? Hätte ich nicht so, ne? Eingedeutscht. So, dafür haben wir jetzt hier den Lift. Lift, würde ich sagen. Diese Blätter, die unser ganzes Gewicht tragen können. Die nicht wie in einem Land vor unserer Zeit im Wind fliegen, sondern einfach nur, weiß ich nicht, da sind. Wie auch immer er das gesteuert hat. Scheint er ja irgendeine Art Mechanismus zu haben, über den er verfügt. So, dann haben wir das Sumpflevel. Glaube ich durch? Haben wir? Ich glaube, da fehlt noch was, ne? Gott, der jetzt so. Ich glaube, es gab noch. Gab es bei den Spinnen noch eine Stelle mit einem Pfosten? Nee, ich glaube nicht. Aber. Ich meine, bei Blink waren wir ja mit dem Pfosten da hingekommen. Gehen einfach mal hier zurück. Ich will jetzt nämlich hier nichts übersehen, auch wenn ich damit leider gerade die Zeit ein wenig strecke. Tut er mir hoffentlich verzeihen, aber es ist vielleicht... Könnte natürlich auch einfach... Oh! Oh Gott, ey! Ich könnte natürlich auch... Oh, schöne Farben gerade. Einfach gucken im Inventar, ob noch was fehlt. Ja, es fehlt noch was. Zwei Eier und ein Lichtedelstein, ne? Aber wir müssen ja auch hier nochmal zurück. Und da ist ein Bereich, da waren wir noch nicht. Und das sagt mir, ja, dass wir da nochmal hin müssen. Der ist nicht aufgedeckt, das heißt, wir waren da nicht. Ist das da? Nicht wirklich, ne? Ist allgemein nicht so ganz die richtige Richtung, sehe ich gerade. Aber da war doch noch was, ne? Hier die Pfosten, genau. Die haben wir noch nicht benutzt. Meine ich zumindest. Schauen wir uns doch da mal um. Nee, das kommt mir tatsächlich nicht bekannt vor. Also hier waren wir noch nicht. Bekannt vorkommen vielleicht doch irgendwo. Hab das Spiel ja nicht das erste Mal jetzt hier am Laufen. Nur das erste Mal als YouTube-Projekt. So. Dachte gerade. Zaun. Ja gut, kannst du einfach einrennen. Der Zaun bringt da nicht so viel, ehrlich gesagt. Ah, und dann kommen wir hier wieder raus, ne? Ja gut. Das Gebiet ist immer noch, ne? Gehen wir mal hin und schauen, ob wir da jetzt hin können, jetzt wo wir den Move haben. Spinnen sind nicht respawned, gut ist es. Ja, besser für sie, die wissen, was gut für sie ist. Ja. Wo ihr Platz in dieser Welt ist. Oh Gott, ey. Nachher kriege ich noch Kommentare, oh, Spinnen sind voll die lieben Tiere und so. Ja, weiß nicht, ob das jemand sagen würde, aber... Da ist doch noch ein Gebiet... Ah, ich meine, da wäre nämlich auch mit dem Pfosten gewesen. Mit den Pfosten, die wir ja jetzt alle für unsere Zwecke benutzen können.
Au. Au. Mann, was war ich denn hier? Ich bring mich ja hier noch um. So, das ist so ein bisschen wie in Ratchet & Clank, ne? Dass wir Gegner haben, die ganz viel fallen lassen. Statt einem Edelstein nur. Ich meine, ist halt einfach zu der Zeit moderner gewesen, dass Gegner das so machen. Weiß gar nicht, wie das heute gehandhabt werden würde. Ich meine, klar, in der Reignited Trilogy haben sie es gemacht wie im Original. Aber ich bin mal gespannt, wenn Spyro 4 dann irgendwann kommt, ne? Und ich gehe mal davon aus, dass es kommen wird. Wie das dann aussehen wird, ne? Vielleicht ist das, bis ich das hier hochgeladen habe, vielleicht ist bis dahin ja ein Trailer raus. Wer weiß. Das ist ja hier jetzt alles sowas von im Vorrat produziert. Im Voraus, wollte ich sagen. Für den Vorrat. Das trifft es, glaube ich, eher. Oh, Boomerang. Ha, bist halt nicht Soccer, ne? Warte mal. Wo bin ich denn jetzt hier? Da war ich doch schon. Hä, was ist denn das für ein Bereich? Habe ich den irgendwie... Hä? Warte mal. Ich muss sich mal die Karte anmachen. Bin ich einfach dran vorbeigelaufen? Ach, das ist bei dem Tempel gewesen, oder was? Aber da waren wir doch. Ach, ja. Nee. Hä? Doch, das gehört zum Tempel, ne? Ne, ich dachte gerade, da wäre was. Ich glaube, das gehört zum Tempel. Und das ist... Ja, das ist der Bereich hier, ne? Ja, okay, das erklärt, wieso wir da noch nicht waren. Dann können wir ja jetzt uns verpieseln. Und weil ich ja jetzt genug von unserer wertvollen und kostbaren Zeit geklaut habe, nehmen wir natürlich den Teleporter. Und teleportieren uns Dorfdepot. Ja, macht Sinn, würde ich sagen, ne? Da war ja was mit dem Professor. Jawohl. Mit den 8 Lichtedelsteinen ging es da irgendwo weiter, ne? So, was brauchen wir hier eigentlich, ne? 10 dunkle Edelsteine. Also wie viel es hier gibt, ne? Es gibt die Eier, es gibt Lichtedelsteine, es gibt dunkle Edelsteine. Und finde ich eigentlich ganz cool. Das war ja sowieso immer schon so eine Stärke von Spyro, dass es so viele verschiedene Sachen gibt. So, und das hier ist ein Teleporter für die nächste Hub sozusagen. Da geht's dann hin. Nachdem wir Nasty Nog gelegt haben. Der ist hier hinter. Haben wir ja schon gesehen im Intro. Wieso erkläre ich eigentlich das vom Intro, was wir alles schon 100-mal gesehen haben, ne? So. Kaufen. Müssen wir irgendwas kaufen? Schau dich ruhig um, Spyro. Ich meine, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Kauf reich nicht. Schmetterlingglas. Ne, ist nicht so wichtig. Das wäre halt interessant, aber das können wir uns nicht leisten. Nur das Allerbeste. Und was wäre noch interessant? Das Schlüsselkette. Das wäre auch interessant. Aber da fehlt auch nicht mehr viel für, ne? Eieiei. Ja, das hier gar nicht? Doch, da. Extra Gesundheit. Das wäre auch interessant. Ja, wie gesagt, fehlt nicht mehr viel für, ne? So. Wieso labere ich eigentlich jetzt noch so lange rum? Wir haben jetzt hier schon voll lange überzogen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.